der ersten Runde, weil wir hatten ja heute einige Safety-Car-Phasen und auch eben, wie angesprochen, drei rote Flaggen. Und das Ganze fing ja schon in der allerersten Runde an, als es eben diese Kollision zwischen Charles Leclerc und Lance Stroll nämlich wiederum gab. Da können wir uns die Bilder dazu auch mal anschauen. Es gab für beide keine Strafe, aber für Ferrari, Marc, war es wieder mal eine absolute Katastrophe. Nicht nur, weil auch da noch im Nachgang Carlos Sainz auch noch eine Strafe kassiert hat, wo wir dann auch nachher noch drüber sprechen wollen. Kannst du uns mal diese Szene, wie wir sie hier gerade sehen können, also ein bisschen beschreiben, wessen Fehler das war? Es war für mich ein typischer Rennunfall. Es waren drei Autos nebeneinander und Leclerc hat versucht, sich außen daran vorbeizubremsen. Stroll ist ein bisschen versetzt hinter Fernando Alonso gefahren, weil er ihn wohl nicht berühren wollte, wie er das ja beim ersten Rennen getan hat. Und dadurch ging einfach der Platz aus. Also für mich ein typischer Rennunfall. Leclerc hat was riskiert auf der Außenbahn und verloren. Und dann war das Rennen für ihn dann auch schon in der ersten Runde beendet. Marc, es ist der schlechteste Start für Charles seit seiner Zeit bei Ferrari. Hat eine ziemlich magere Punkteausbeute nach drei Rennen. Wie würdest du die oder mal aktuell die Stimmung bei Ferrari und auch insbesondere bei Leclerc beschreiben? Also im Moment kommt einfach nichts zusammen. Also die Autos sind nicht schnell genug einerseits. Auf der anderen Seite sieht man doch Potenzial in dem Auto, aber sie kriegen es irgendwie nicht umgesetzt. Sie sind im Training unter Wert geschlagen worden. Und irgendwie kommt einfach eins zum anderen. Aber Ferrari ist nicht so schlecht, wie sie bisher ausgesehen haben. Jetzt gab es ja heute Morgen vor dem Rennen so die Aussage oder auch so die Gerüchte, dass Ferrari bewusst sich gestern auch am Samstag, als das Qualifying stattfand, bewusst auf den Sonntag konzentriert hat. Demzufolge auch dieser enorme Abstand gewesen und auch eben die Plätze 5 und 7. Glaubst du das, dass Ferrari mehr den Fokus auf den Rennsonntag ursprünglich gelegt hat oder ist das eher so eine Art Ausrede? Es gibt immer zwei Arten, ein Auto abzustimmen. Ob du es für eine Runde schnell machen willst oder ob du die Renndistanz es schnell machen willst. Tatsache ist, beim letzten Rennen in Saudi-Arabien war der Ferrari vor allem auf den harten Reifen eine Katastrophe. Er war richtig langsam. Auf den weichen hat er funktioniert. Und jetzt haben sie wahrscheinlich was anderes probiert, dass das Auto besser läuft auf den härteren Reifen. Dafür haben sie was verloren auf den weichen. Und damit war es also das frühe Aus für Charles Leclerc, also schon nach der ersten Runde. Dann gehen wir mal weiter. Da sehen wir auch hier die Reaktionen der Boxencrew. Die waren natürlich auch alles andere als begeistert, wenn man realisiert, dass das auch im dritten Rennen wieder nichts geworden ist. Über Carlos Sainz, über den sprechen wir nachher, weil es ja zu einem anderen Thema noch gehört. Blicken jetzt erstmal in die siebte Runde. Marco, wie hast du die Szene bewertet, als es diesen heftigen Crash von Alex Albon gab in der siebten Runde? Wir sehen die Bilder auch hier nochmal. Ja, war eine haarige Situation in dem Moment, als der sich nämlich noch in seiner Staubwolke vom Kiesbett da befand und ja so ein bisschen mit dem Heck auf der Linie gestanden hat, aus der Onboard von Hülkenberg, haben das ja sehen können, dass das so ein bisschen ein Glücksspiel war. Also die in den ersten Momenten so dabei waren, die haben da schon richtig Glück gehabt. Denn wie gesagt, die Autos fahren da eigentlich so ein bisschen am Körper links und da stand er mit dem Heck. Und da war gut daran getan, da ein bisschen von der Linie abzuweichen, nach innen zu gehen und das zu schiffen. Denn einfach da mal blind in so eine Staubwolke reinzufahren, ist eigentlich ein großes Risiko. Haben das dann bei Hülkenberg in der Onboard gesehen, dass er da ein bisschen nach außen, sprich nach rechts gegangen ist und auch vom Gas gegangen ist. Also der ist da auch nicht mal flat draufgegangen, der war sich da nicht sicher. Du kannst das ja nicht sehen, ob das Auto schon steht oder dir auch noch weiter in die Fahrbahn reinrollt. Ja, das war dann schon eine haarige Situation, gerade eigentlich Hülkenberg war, glaube ich, der Erste mehr oder weniger in der Situation. Bei den anderen hat sich dann der Staub ein bisschen gelegt und er war dann zu sehen. Albon hat dann auch nochmal versucht, einen Meter oder zwei nach vorne zu fahren und da so ein bisschen vom Stein wegzukommen, aber die Hinterachse war da beschädigt und ja, dann geht er auch nicht mehr viel, da ganz wegzufahren. Also war eine haarige Situation, hätte auch anders ausgehen können für Albon selber, weil der Winkel war jetzt, sage ich mal, in dem Moment dann okay. Er hat das Auto ja auf dem Weg zum Scheitelpunkt verloren, hat dadurch schon mal einen Turning gehabt und
Er hat die Außenbahn da relativ spät getroffen, anstatt da direkt geradeaus vielleicht zu fliegen. Also da war viel Glück dabei für alle Beteiligten. Ja, wir haben es gesehen, es kam dann das Safety Car. Zum zweiten Mal kam das Safety Car, also binnen weniger Runden. Und zwar nämlich in der siebten Runde eben kam das Safety Car. Und in der achten Runde, Marc, hat man das Rennen dann unterbrochen, weil eben diese Kieselsteine da allesamt auf der Strecke lagen. Es gab natürlich einige, die dann während der Safety Car Phase ja schon reinkamen zum Boxenstopp, unter anderem George Russell, der ja auch wirklich den Kopf mehrmals geschüttelt hat und so ein bisschen fassungslos schien. Die Frage, hätte es dafür, wir sehen die Bilder, hätte es dafür eine rote Flagge gebraucht? Ja, weil zum die Piste reinigen, ist es ja so, dass die Menschen wirklich auf die Fahrbahn stehen müssen. Und mein Menschenleben geht ihnen vor. Es ist ja so, das Safety Car holt zwar das Feld zusammen, aber in dem Moment, wo einige an die Box gehen und Reifen wechseln, kommen die allein ums Eck. Also man könnte schon sagen, ihr könnt dann putzen, wenn Safety Car vorbei ist, aber dann kommt wieder einer aus der Box raus und kommt ums Eck rum, da liegt Kies, der kann nicht richtig bremsen und überfährt jemand. Das ist Horror. Brauchen wir nicht. In dem Moment, muss ich sagen, hat Nils wirklich richtig reagiert. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.